Der TVB Stuttgart ist zu Gast bei den Recken aus Hannover am 24. Spieltag der Liquid Moly Handball Bundesliga. Ohne Max Häfner, der mit Kreuzbandriss ausfällt. Dafür aber weiterhin mit Kai Häfner. Und der trifft besonders in der ersten Hälfte, wie er will. Da kriegen die Recken überhaupt keinen Zugriff gegen den Halbrechten der Gäste, die dadurch früh eine Führung aufbauen. Mit plus 6 liegen sie zeitweise in Führung, auch weil die Kreisläuferkooperation mit Marino Maric an diesem Tag ein ums andere Mal aufgehen. Die Recken kämpfen sich dann aber in die Partie. Michalczyk vorneweg fasst sich hier an die Schulter, kann aber weitermachen. Neben dem Hannoveraner Spielmacher übernimmt auch immer wieder Vlad Kulesz Verantwortung, der Rückraumshooter der Recken. Trotzdem spielen sich die Gäste hier in einen Rausch und können die Führung weiterhalten. Auch wenn Hannover in Person von Kulesz Stück für Stück den Rückstand wieder reduziert. Bis zur Pause sind aus den minus 6 dann nur noch minus 3 übrig. Der Halbzeitstand 14 zu 17. Der Start in die zweite Hälfte gelingt dann den Gastgebern deutlich besser, die sich leichter tun als noch in Hälfte 1 gegen die bewegliche Stuttgarter Abwehr und immer wieder über Kulesz den Weg ins Glück finden. Auch Renas Uschins kommt besser in die Partie und Kulesz trifft mal mit Gewalt, mal sehenswert, wie in dieser Szene. Bei den Stuttgartern wird zunehmend die Kräftefrage entscheidend. Es sind immer wieder dieselben Akteure, die Verantwortung übernehmen müssen. Adam Lönn, Kai Häfner und Egon Hanus als Häfner-Ersatz. Nach einer Dreiviertelstunde hat die TSV Hannover-Burgdorf dann auch die Hypothek aus der Anfangsphase wieder aufgeholt und trifft zum Ausgleich. Daniel Fernandes trifft nochmal sehenswert per Dreher. Bis zu diesem Zeitpunkt beide Torhütergespanne eigentlich kein Thema. Aber das sollte sich in der Schlussphase ändern. Simon Garde im Tor der Recken dreht auf und vernagelt das Tor. Die Gäste machen nach der 51. Spielminute überhaupt keinen Treffer mehr. Scheitern ein ums andere Mal am dänischen Schlussmann der Recken und geben dann tatsächlich hier den Punktgewinn noch aus der Hand. Der letzte Treffer der Partie gehört der Heimmannschaft in Person von Marius Steinhauser. Das 33 zu 30. Es war auch ein Sieg des Willens für die Recken. Der TVB tritt die Heimreise mit leeren Händen an. Alle Spiele live und auf Abruf bei dein